Servus Leute, es gibt ein kleines Problemchen, habe ich festgestellt, als ich am Montag den Emulator gestartet habe. Und zwar ist das Problem folgendes. Es ist jetzt immer noch Sonntag, obwohl bei mir jetzt auf die Uhrzeit Mittwoch ist. Na gut, der letzte Part war auch am Mittwoch aufgenommen, aber ich habe am Montag nachgeschaut, wie spät es ist. Oder welcher Tag es war. Und es war da auch Sonntag. Das bedeutet, dass hier, wenn ich den Emulator schließe, die Zeit im Pokémon-Spiel einfriert. So, was hat es jetzt für das Let's Play zu bedeuten? Das heißt, ich werde jetzt ein anderes Team-Pokémon ins... Ja, ein anderes Wasser-Pokémon ins Team holen müssen. Ursprünglich wollte ich ja ein Lapras ins Team nehmen. Einige von euch wissen das bestimmt jetzt schon. Aber ich glaube, wir müssen jetzt unser Lapras abschminken lassen, denn jetzt werde ich ein anderes Pokémon anstelle von Lapras nehmen. Und zwar ist es ein Pokémon, das ich schon lange in einem Let's Play haben wollte. Schon im Saphir-Let's Play wollte ich dieses Pokémon im Team haben, aber welches Pokémon das ist, werdet ihr natürlich erst erfahren, wenn wir es fangen. Ich trainiere momentan. Möchtest du kämpfen? Nee, ich will nach Hause, meine Pokémon sind geschwächt. Und ich bin deprimiert, weil wir das Lapras nicht fangen konnten. Lapras nicht fangen konnten. Mann, jetzt tue ich schon ein paar Mitlaute verschlucken. Okay, Evoli, wollen wir einen Evoli-Fight machen? Ja, könnten wir, aber ich glaube, ihr Evoli ist schneller und stärker als unseres. Gut, ich wollte es nur schnell einsetzen. Jetzt kommt es auch schon wieder zurück in den Ball. Denn jetzt holen wir, was wollen wir denn jetzt? Nehmen wir mal wieder Iglavar. Iglavar sollte vielleicht auch ein wenig leveln. Golbat ist schon stark genug und Nebulak können wir gegen Evoli nicht einsetzen. So, dann würde ich vorschlagen, wir benutzen mal einen Step-Angriff. Und zwar Glut. Gut, ich glaube, das dürfte bis zur Hälfte abziehen. Was? Nicht einmal annähernd. Ja gut, Evoli hält ganz schön viel aus. Ich hab's vergessen. Also, falls ihr ein zähes Pokémon im neuen Team haben wollt, dann empfehle ich euch, nehmt ein Evoli ins Team oder beziehungsweise eine Entwicklung von Evoli, denn die sind richtig, richtig zäh zu killen. Ihr merkt jetzt gerade, wahrscheinlich, dieses Evoli macht uns Platz, weil unsere Glutattacke viel zu wenig abzieht. Ich glaube, jetzt muss ich einen Trank einsetzen. Ja, gut, dass wir hier einen Supertrank haben. Den haben wir ja damals gekauft im letzten oder vorletzten Part, wo wir die Arena betreten haben. Wo ich nicht gedacht habe, dass wir das Geld noch brauchen für unser... Wohin genau? Ja. Gut, jetzt setzt er noch einmal Sandwirbel ein, aber ich glaube, der Angriff müsste treffen. Und ich hoffe, jetzt trifft. Natürlich trifft es nicht. War ja zu erwarten. Okay, dann bete ich jetzt, dass dieser Rucksack-Keeper jetzt trifft. Jawohl. Sehr gut, Iglavar. Ich bin stolz auf dich. Gut gemacht. Und Evoli kriegt ein paar Erfahrungspunkte. Was? Die hat noch drei weitere? Oh nein, die hat alle Evoli-Entwicklungen. Verdammt, das könnte ein langer Kampf werden. Ich glaube, bei Flamara... Flamara ist auch so wieder ein zähes Evoli-Pokémon. Ich glaube, ja, setz mal Evoli ein. Was soll's, dann sieht Evoli mal seine Entwicklungen, zu was es sich entwickeln kann. Und vielleicht sogar auch entwickeln wird. Aber ich werde euch natürlich noch nicht sagen, welche Evoli-Entwicklung wir nehmen werden. Das ist eine Überraschung. Ich kann nur sagen, es ist kein Blitzer. Wir hatten ja Blitzer schon mal in einem Let's Play, und zwar im Gelb-Let's Play. Nee, im Rot-Let's Play, im Speed-Let's Play hatten wir damals einen Blitzer gehabt. War auch ziemlich zäh. Hat also schon sehr viel einstecken können. Ich glaube, dieses gegnerische Flamara stecken noch mehr ein als unser Blitzer damals. Nee, Spaß beiseite. Unser Blitzer, das war schon richtig, richtig heftig. Tja, aber nicht so dumm wie das Flamara, das sich jetzt gerade selber gekillt hat und unseren Golbat Level 28 beschert hat. Yay! Bald haben wir einen X-Bats. Und Evoli erreicht Level 22. Sehr schön. Gut, ja, es kommt Blitzer. Servus Blitzer, wir haben gerade schon über dich geredet. Du warst damals eins unserer Team-Pokémon. Und jetzt bist du unser Gegner. Verdammt, ich habe lange nicht mehr aufgenommen, deswegen kann ich mich jetzt nicht mehr so gescheit ausdrücken. Naja gut, heute hatte ich übrigens einen harten Tag. Heute hatte ich volles Programm in der Schule.
Heute Morgen Kurzarbeit geschrieben in Deutsch. Boah. Dann Rechnungswesen. Haben wir ein neues Thema kennengelernt. Da machen wir gerade. Was machen wir denn da gerade? Lohn- und Gehaltabrechnung. Ziemlich schwierig. Dann hatten wir 4 Stunden Englisch. Und dann hatte ich Nachmittagsbetreuung, wo ich immer Hausaufgabe mache. Da habe ich dann Rechnungswesen gemacht. Und ich bin sogar immer noch nicht fertig geworden. Jetzt ist es schon 19 Uhr und Rechnungswesen dauert bei mir noch eine Stunde, bis ich das komplett fertig habe. Also ihr seht, Rechnungswesen ist echt heftig, was wir da in der Schule machen. Im Vergleich zur normalen Schule ist es richtig, richtig heftig. Also wenn man Rechnungswesen mit Schule vergleicht, dagegen ist Schule gar nichts. So, ich glaube, die ganze Hausaufgabe ist so lang wie ein ganzer normaler Schultag. Nur so zum Vergleich. Jetzt aber Walzer. So, ich probiere jetzt mit Walzer, aus dem Grund, weil Walzer mal stärker wird. Das könnte vielleicht das Mittel sein, um das Blitzer kalt zu machen. Verdammt, unser Igler war... Nein, Paralyse ist schlecht. Oh Gott. Verdammt, ich glaube, jetzt muss ich eine Heilung wieder einsetzen. Und zwar, ja, Igler war nochmal, natürlich. Golbert wäre blödsinnig, weil Golbert anfällig gegen Elektroattacken ist. Und ich glaube, wir verbrauchen schon wieder so lange für diese Trainerin. Aber die hat ja auch einen Blitzer. Und ja, zähle Pokémon. Und jetzt probiere ich den Hyperheiler, damit die Paralyse von Igler war verschwindet. Und mir fällt gerade auf, dieses Blitzer hat gar kein hohes Level. Warum haben wir dann so ein großes Problem? Jetzt aber... Nein! Gleich werde ich Golbert einsetzen. Auch wenn es schwach gegen Elektroattacken ist, ist es mir dann egal. Okay, Iglava hat es auch nicht geschafft. Mensch, Iglava, du enttäuscht mich. Wollen wir Evoli probieren? Ich weiß nicht. Ach komm, ich probiere mal Evoli aus. Evoli ist auch... Zäh. Jetzt müssen wir Zähigkeit mit Zähigkeit bekämpfen. Und zusätzlich werden wir noch seine Genauigkeit vermindern. So, jetzt vermindern. Ach, er probiert dasselbe bei uns. Aber im Vergleich zu ihm können wir unsere Pokémon austauschen. Er wechselt ja seine Pokémon nicht aus. Dazu ist die KI leider nicht imstande. Alter, was ist denn los? Das Blitzer kann doch nicht so zäh sein. Oder zu stark, whatever. Gott, ey, komm, Golbert. Muss ich hier dieses Golbert einsetzen gegen ein Elektro-Pokémon? Ich glaub's nicht. Zum Glück trifft dieser Donnerblitz nicht. Wir haben ja seine Genauigkeit gesunken. Und damit wir uns ein bisschen schützen können, in Anführungsstrichen, verwirre ich ihn zusätzlich noch. Jetzt bitte selbst verletzen. Kein Donnerschock. Sehr schön, danke. Endlich tust du mir mal was Gutes, Blitzer. Boah, ihr seht, unser Golbert hat 6 Level mehr und es hat nicht einmal die Hälfte abgezogen, dieser Bissangriff. Boah, also diese Evoli-Entwicklungen sind richtig, richtig zäh. So, jetzt kommt ihr letztes Evoli-Entwicklungs-Pokémon aus der ersten Generation, ein Aquana. Ich würde sagen, verwirren ist immer gut. Das ist das Motto, wenn wir mit Golbert kämpfen. Vielleicht sogar ein X-Blatt in diesem Part, wenn es sich entwickeln sollte. Wer weiß. Vielleicht. So, jetzt beiß ihn nieder. Ich glaube, das sage ich immer, wenn Golbert bis einsetzt. Aber egal, beiß ihn nieder. So, jetzt selbst verletzen. Na, oh, das hoffe ich irgendwie immer. Mann, hoffentlich zieht das nicht so viel ab. Das tut's auch nicht. Aber wenn man vergleicht, ich meine, dieses Aquana hat 6 Level mehr. Weniger. Als unser Golbert und es hat schon ein bisschen abgezogen. Und wenn man jetzt unseren Bissangriff mit der Ackerknall vergleicht, hat es ungefähr gleich viel abgezogen. Na gut, immerhin schreckt dieses Aquana vor unserem Golbert zurück, weil es so ein Weicher ist. Mit deiner Ackerknall kannst du mich nicht erschrecken. So, jetzt noch ein Angriff und dann haben... Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen Blut aus dem Aquana heraus. Vielen Dank für Ihr Blut. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Blutspende? Düsseldorf. Was? Düsseldorf? Wie komme ich auf Düsseldorf? Ich wohne in Augsburg. Wie komme ich auf Düsseldorf? Egal.
Oh nein, du bist so gut für mich. Ja, ich weiß. Gut, hier ist nichts mehr. Ich glaube, es gibt auch hier keine Trainer mehr. Daher würde ich sagen, wir benutzen jetzt einen Fluchtseil, sofern wir eins in unserer Item-Tragetasche haben. Ich werde ja nicht gegen dieses Onyx antreten. Nee, nee, nee. Schau euch mal dieses Level an. Selbst die wilden Pokémon haben ein Level, das unseres ebenwürdig ist. Bitte, ich will... Na, komm, wir müssen wohl so aus der Höhle raus. Oh, komm, ich will jetzt nicht raus. Mann. Ich... Ja doch, ich will schon raus, aber nicht laufen. Fürs Laufen bin ich zu bequem und zu faul. Nein! Morlord! Oh, ich gehe mal eine Runde. Denn ich bin ein Morlord. Ja. Ich bin sehr gerne ein Morlock und schlafe gerne. Okay, verpiss dich. Ah. Gut, hier ist die Treppe. Ich glaube, das kennen wir ja schon, ne? Falls ihr den letzten Part gesehen habt, müsstet ihr das ja kennen. Dann hier, dann geht's dort lang. Hurra, ich bin begeistert. Und jetzt müssen wir noch mit... Moment, da geht's noch weiter. Wir haben den Einheitstunnel noch nicht vollständig erkundet. Es geht nämlich noch weiter. Ich glaube, jetzt mache ich sogar noch in diesem Part. Dann machen wir heute halt wieder ein bisschen länger, einen längeren Part. Kann dir nicht schaden. Ich hatte ja heute eh schon einen harten Tag. Dann machen wir den Tag komplett extrem hart. Einfach mal so, weil es so viel Spaß macht. Und machen heute wieder einen langen Part. Hurra! Und in 40 Minuten habe ich mir vorgenommen, mache ich Rechnungswesen. Eine Stunde. Boah. Und danach wieder Penn und dann wieder Schule. My life is shit. Naja, gut. Und meine Speed-Taste geht immer noch nicht. Ansonsten würde ich das hier jetzt ja überspringen. Hurra! Meine Pokémon sind geheilt! Komm, jetzt seid wieder vorbei. Nee, keine Lust. Moin! Moin, flüssiges Ding! Und beißen sie? Nein, Boys, die beißen nicht. Mädel, ich hab sie noch nicht eingesetzt, die Angel. Ich will sie auch nicht einsetzen. Weil ich keine Lust habe, sie einzusetzen. So, jetzt schwimmen wir mal übers Wasser. Jetzt rede ich hier schon auf Bayerisch. Hurra! Ja gut, ich bin ja auch Bayer. Deswegen ist mein bayerischer Akzent völlig normal. Jetzt gerade in diesem Moment. Mann, dieses Nebulak. Na komm, ich hab keine Lust auf das Kleinstein. So jetzt. Ah, komm, schon wieder ein wildes Pokémon. Oh, lass mich doch in Ruhe mit diesem Ratzfratz. Ich hab keine Lust drauf. Das Ratzfratz geht mir voll auf den Sack. So, tschüss. So, jetzt gehen wir mal hier in den zweiten Untergeschoss, whatever. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Mensch, Zubat. Ihr wilden Pokémon geht mir auf den Nerv und auf die Eier. Na komm. Ach ja, unser Nebulak kann der Spucker. Spukball habe ich ja völlig vergessen und entwickelt sich ja bald. Mensch, ich will die Speed-Taste. Gleich fange ich zum Weinen an. Weil ich die Speed-Taste jetzt nicht mehr habe. Vielleicht ist auch einfach nur meine Speed-Taste kaputt. Also bei der Tastatur meine ich. Weil bei meiner Tastatur, da funktionieren schon ein paar Tasten nicht mehr, weil die schon ein bisschen verschlissen ist. Nein, nicht beschissen, sondern verschlissen. Na gut, beschissen ist ja auch ein bisschen, aber dann ist er halt beschissen und verschlissen. So wie diese Pokémon, die mir nach jedem zweiten Schritt, den ich laufe, nerven. Ey, Onyx, ich hab dich gerade schon begegnet, ja? Geh jemand anderen auf den Zeiger. Wie zum Beispiel dem Silver. Der freut sich, wenn du ihn mal treffen würdest. Aber nicht mich. Hallo? Was habe ich gerade gesagt? Ey, wenn es ein Onyx ist, dann... Gut. Das wäre jetzt episch gewesen. Episch, ja, episch. Episch mit CH. Episch. Epichness. So, jetzt schwimmen wir mal episch über den Wasser, See, Fluss, whatever. Denn dort geht's auch weiter. Oh Gott. Sehen wir einen an. Ein Besucher.
Oh, was hättest du denn sonst gedacht, hä? Fetter Wanderer. Ich bin ein Wanderer, ich heiße Wendelin. Natürlich besitze ich Gesteins-Pokémon wie dieses Kleinstein hier. Damit habe ich auch Trainer Rot im gelben Let's Play genervt. Haha. So, jetzt testen wir unser Nebulock mit einer Spukballattacke. Ich hoffe, dieses Kleinstein kann keine Intensität. Okay, Gesteinsattacken sind nicht sehr effektiv. Warum hat es trotzdem so viel abgezogen? Ich meine, normal stark, nicht sehr effektiv. Nicht sehr effektiv wäre, ja, wenn es nicht effektiv wäre. Ne, ihr versteht schon. Ach, hätten wir jetzt unser Lapras, dann könnten wir jetzt einfach dieses Kleinstein mit einem Surfer weghauen. Aber das Lapras, das ist ja noch ein bisschen scheu und taucht nur freitags auf. Warum eigentlich am Freitag? Hat's da Feierabend oder was? Ja, hätten wir jetzt unser Nebulock draußen gehabt, wäre es da rumgegangen. Anstelle von Nebulock geht jetzt unser Iglaver wahrscheinlich down. Ich probiere es mit Walzer. Gesteinsattacken sind gegen Gesteins-Pokémon normal stark. Warum ist die nicht sehr effektiv? Zweite Generation wahrscheinlich. Normalerweise wären Gesteinsattacken gegen Gesteins-Pokémon normal stark. Aber in der zweiten Generation ist es mal wieder anders. Hurra, ich bin begeistert. Jetzt werden wir von einem Kleinstein fertig gemacht. Hurra. Weil wir kein Wasser-Pokémon haben. Vielen Dank auch, Lapras. Ich mag dich. Ich liebe dich. Wenn ich dich eines Tages mal fangen werde, werde ich dich irgendwie nach einem... Werde ich dich irgendwie scheiße benennen. Keine Ahnung. Ach, jetzt müsste unser Golbat Flügelschlag können. Dann könnten wir es einfach wegfegen. Ich wollte schon sagen. Aber das wäre ein bisschen vulgär. Ja gut, schlag mein Golbat so viel du willst. Es macht meinem Golbat nichts aus. Mein Golbat wurde damals schon in der Schule von seinen Klassenkameraden vermöbelt. Jetzt ist es inzwischen immun gegen solche Karateschläge, die du verteilst. Armes Golbat. Ich kann nur hoffen, dass du dich weiterentwickelst, Golbat. Vielleicht sogar zu einem X-Bat. Dann könntest du es den Schlägern heimzahlen, die dich damals in der Schule verdroschen haben und dich endlich an der Gesellschaft rächen. So, jetzt beiß ihn nieder. Und schon wieder habe ich es gesagt. Ich glaube, diese Pokémon-Let's Plays von mir, die sind nicht gerade abwechslungsreich, weil ich immer dasselbe sage. Wenn der Lin, nicht wahr? Du bist aber lebhaft! So, wir müssen jetzt hier hoch. Oh Gott, hier ist noch einer. Na gut. Mir ist schon lange niemand mehr begegnet. Hab keine Angst, lass uns kämpfen. Warum sollte ich Angst vor einem fetten Wanderer haben? Dass du mich frisst oder so? Nee, davon habe ich keine Angst. Ne, Dominik? Ich grüße alle Dominiks, die dieses Video sehen. Oh Mann, schon wieder ein Kleinstein. Ich habe keine Lust mehr auf diese Kleinsteine. Immer dieselbe. So, ich setze jetzt ein Wasser-Pokémon ein. Passt auf, ich setze Felino ein. Los, Felino, du schaffst es. Los, Felino, ich glaube an dich. Du machst ihn mit einem Schlag fertig. Oh. Also gut, Golbat. So, beiß ihn. Na gut, ich sag's jetzt nicht. Beiß ihn nieder. Hurra. Natürlich begeht der Selbstmord. Jetzt hätte ich Nebulock einsetzen sollen. Hurra. Und wahrscheinlich killt es jetzt auch mal Nebulock. Jede Wette. Ah, fast. Und Level 29 für Golbat. Wir haben immer noch keinen X-Bart. Ich will einen X-Bart, verdammt. Sag bloß, der hat drei Kleinsteins. Ey, wenn der drei Kleinsteins hat, dann wird es ein sehr, sehr schöner Kampf. Denn ich mag Kleinsteins. Jawohl, ich liebe es, Gesteins-Pokémon mit Flug- und Geist-Pokémon zu killen. Jetzt hätte ich noch mit Nebulock einsetzen sollen. Hurra! Dieses suizidgefährdeten Kleinsteins von heute und mein Golbat ist down. Juhu! Jetzt besteht die Chance, dass es sich vielleicht nicht zu X-Bahn entwickelt. Vielen Dank auch, Kleinstein. Hurra, ich bin sehr glücklich. Natürlich hat er einen Georock. Genau. Als wäre die Katastrophe jetzt nicht schon groß genug. Okay.
Vorschlag. Schlafenszeit. Du hast ein sehr böses Gebrauch, daher gehst du jetzt schon früher ins Bett. So, und jetzt würde ich vorschlagen. Übertrank? Oh Gott, wir haben nur noch unser Nebulak. Verdammt, wenn wir dieses Nebulak jetzt verlieren, was das mit uns? Jetzt muss ich taktisch vorgehen. Ich glaube nicht, dass das Spukball so viel abzieht. Ich probiere es mit Nachtnebel. Georock ist zwar eine Entwicklung und hat daher wahrscheinlich mehr KP als andere Pokémon. Ja, mit Nachtnebel könnte es funktionieren. Ich hoffe nur, dass Georock jetzt nichts Heftiges benutzt. Oder aufwacht. Und Intensität einsetzt. So, schlaf ruhig. Ja, so ist es gut. Vielleicht haben wir jetzt sogar schon ein Alpollo, wenn du es schaffen würdest und dich ein Level steigerst. Und? Ja, wir haben einen Alpollo! Ich bin glücklich. Boah, das war sehr knapp. Aber wir haben Dominik besiegt. Hallöchen, Nebulak. Alpollo, verdammt. Fail. Gut. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Und zwar haben wir jetzt nur noch unser Alpollo, mit dem wir kämpfen können. Und das ist gefährlich, denn jetzt, wenn jetzt noch ein Wanderer mit einem Gesteins-Pokémon kommt, oder ein Trainer mit einem Normal-Pokémon, haben wir die Arschkarte gezogen. Okay, hier können wir sowieso nicht lang, weil da Stärke gebraucht wird. Das heißt, wir müssen jetzt quasi hier links raus, denn unten geht's nämlich auch raus. Da gibt's nämlich zwei Ausgänge. So, ich habe jetzt keine Lust gegen dich zu kämpfen. Ratzfratz. Ich sag immer Ratzfatz. Die Pokémon mögen mich, die greifen mich nach jedem vierten Schritt an. Ich laufe vier Schritte, stellt euch das mal in Mühle vor. Ich laufe vier Schritte und dann werde ich von dem Pokémon angegriffen. So. Jetzt sind wir wieder in den Alfruinen, aber was sich dort in den Alfruinen versteckt ist, verbirgt, sehen wir im nächsten Part. Bis dahin sage ich ciao, Leute. Und bis zum nächsten Part. Also, macht's gut und ciao.